Stress Resistance. Erhöht das Charisma, Beute. Jetzt verstehe ich, warum ich dich so gut gleiten kann. Mann. Geht ja schon wieder ab. Ich sollte öfters 3 Wochen weg sein. Oh, da wird schon geschossen. Ja. Und Skeff ist auch aufgewühlt. Okay. Aber der scheint von hinten vom Berg zu schießen, oder? Irgendwie so, ha? Wo bist du jetzt? Ich bin schon vorne am Dorf. Gleich. Okay. Na pass auf, dann renne ich mal hinten rum. Nicht, dass der Typ hier irgendwie... Also ich renne quasi hinter meinem Haus lang. Okay, ich schleiche hier. Ah, ich sehe dich. Links von mir bist du. Das ist aber nicht mehr dein Hausbeutel, das haben wir Klaus vermacht. So ist das. Oh. Jo, nee, der ist bei dir drüben. Mhm. Erschieß ihn, dann mach die ganzen Skeps platt. Ja, wenn ich ihn sehen würde. Ich glaube, der schießt von oben aus deinem Fenster. Meinst du? Ja, sicher bin ich mir nicht. Nee, ich habe irgendwie kein Glas klimpern gehört. Also bei Benji im Haus schimpft ganz doll einer. Ich bin mal über die Straße rüber an mein Haus. Ja. Ich bin aber noch nicht am Haus. Rennst du? Nee. Da ist jemand. Wo ist denn der hingerannt? Aber das scheint ein Skeff zu sein. Der ist bei mir im Haus. Im Garten. Kam da gerannt? Und außerhalb rennt auch noch einer. Jetzt der rennt zum Gartenzaun bei mir. Vorne rein. Ach so? Ins Haus. Ein Skeff? Ja. Ja. Okay. Hast du? Nee, das war der Spieler. Ja, wo ist denn der nur? Ich gehe mal bei Benji rein und versuche mal oben aus dem Fenster was zu sehen. Na gut, jetzt mach Holzsteps, ich Idiot. Oh, ich sehe ihn. Der ist auf deinem Grundstück. Also auch bei Klaus, würde ich sagen. Da habe ich Bewegung gesehen an der Tür. Ja, an der Tür ist irgendwas, ja. Schieß, ich komme, Beute. Hast du? Nee. Ja, hast du, oder? Nee. FBI, open up! Das sind zwei. Der vorne am Eingang. Lebst du noch? Ich bin drinne, Beute. Du lebst noch. Du lebst noch. Ich geh raus. Nein, ich geh da raus. Ist, bleib drinne. Bleib drinne. Da ist noch einer draußen. Da waren zwei. Oh ja, der schießt Granaten. Komm wieder rein in die Hütte. Warte, ich komme außen rum. Ich bin schwer verwundet. Wieso er nicht losgerannt ist. Er ist geschlichen. Ich habe auf Beschleunigung gedrückt, wie so ein Blödmann. Normalerweise steht er auf und rennt los.
Der müsste hinter meinem Haus noch sein, der Typ. Ich muss kurz. Warte mal. Klippen. Er kommt. Du sagst es, Thomas. Bist du wieder drin, Beutel? Nee, ich bin immer noch draußen. Ich klippe. Ich bin hier in dem Busch an der Ecke. Okay, er rennt. Warte mal. Ja. Er kommt rein. Ja, er kommt. Warte, ich komme hoch. Ja, hab ihn. Okay, ich komme. Okay, ich bin an der Treppe gleich, wenn du reinkommst. Gut, ich sehe dich. Ein schönes Rucksäckchen. Oh je. Achso. Mach mal die Tür zu und geh mal hier hinter in den Schweineschuppen. Ja. Ach so, das war doch cool. Ja, geil. Ich hab den gut angehittet. Ja, schön abgelenkt hast du. Du läufst? Nee. Diabka! Okay, hast du. Der lebt noch, oder? Geh mal gucken, lieber. Nö, der ist tot, der liegt hier vom Zaun. Okay, oh, sorry, dass ich den jetzt weggemacht habe. Nein, kein Problem, Beute. Ich direkt gespottet. Ja, es gibt doch eine Million von den Idioten. Das muss ich aber erstmal wieder klippen, ey. Alter, die fressen ja die Muni, das gibt's ja gar nicht. Hm. Willst du hier die Mosin mitnehmen? Der hat doch noch eine Packer, ich weiß nicht, was hast du an? Ich habe auch eine Packer. Okay. Da kannst du deine wegschmeißen und den seine nehmen. Also ja, der hat noch 39,3 von 50. Oh ja, das passt. Okay. Gerade versichert. So ist er, der gute Thomas. So habe ich das erstmal so. Ich möchte es eigentlich am liebsten draußen ins Gebüsch vor. Bandagen, meine geliebten Zweierbandagen. Geil, haben wir doch sauber weggemacht. Die ja, zwei. Sehr schön, Beule. Oh, die Tor ist schon runtergeschossen. So, dann muss ich mir aber erstmal auch was zu essen und zu trinken suchen. Ja, ich auch. Auch nicht so dringend. Also, ein kleiner Snack wäre schon. Oh, hier ist ein Snack. Hier ist auch noch was. Oh! Geil, meine Body Armor steht hier rum. Und ich habe den Rucksack nicht mitgenommen. Ich trub's. Ey, ich habe eine Thermaluhr gefunden, Beute. Und eine Flasche Bier. Ja, hab ich auch grad. Ey, hier gibt's Bier, Alter. So, ich hau mal kurz meine Weste hier hinter. Vom Fass. Ach, ich schmeiß das jetzt hier hoch. Die Packer liegt drin, sagst du? Die Packer ist bei dem Typen dran, ja. Geil, da kann ich die Quest abgeben. Komm mal rein. Das Bier nehme ich mit. Stressresistance. Erhöht das Charisma, Beute. Jetzt verstehe ich, warum ich dich so gut gleiten kann. Was ist das hier für eine? Boah. Ach so. Was sind eigentlich unsere Exits? Outskirts. War ja klar. So, ich komme rein. Lass uns dann mal. Hast du den ja nicht gelootet, oder? Achso, nee, stimmt.
Würde dann nochmal in meine Hütte rüber gucken, oder? Ja, ja, der hat nämlich noch eine Granate und seine Marke. Mhm. Du kannst auch hier Dings mitnehmen, wenn du möchtest. Die Weste und die Waffe. Ich bin eigentlich schon noch fast voll. Die Waffe, auch waffentechnisch? Warte mal, das kriege ich vielleicht noch rein. Die kann man doch folden, ne? Ja, fold. Oh, die kriege ich rein. Jetzt bin ich aber, können wir über Bridge jetzt wieder raus? Weißt ja, du der das? Hat noch was zu trinken. Nee, die Bridge funktioniert nicht. Der hat ja noch Trinken drin im Beutel, kannst du mitnehmen. Du kannst die Kopfhörer, die Packer, das Mundtuch, wenn du möchtest. Den Rucksack. Das Tuch kriege ich noch weg, aber dann hört es auch schon auf. Den Rucksack kannst du aber auch mitnehmen, oder? Obwohl, warte mal, der hat ja. Nee, der hat auch das gleiche. Ich wiege schon wieder 45 Kilo, Alter, jetzt bis zum Outskirts. Das Bridge geht definitiv nicht, oder was? Nee, ich habe auch kein Geld mit, weil die Scheiße. Kann dir was geben. Wir können es ja mal probieren. Okay, dann probieren wir es. Oh, da ist einer draußen. Der möchte gern von dir erschossen werden. Ja. Ich glaube, der ist drüben auf dem Grundstück. Okay, da hat's hinter sich. Sehr gut. Ich gucke nochmal schnell in meine Bude rein, oder? Was wolltest du sagen, Beutel? Ich gehe auch mal in mein Haus. Scheißpulver. Blaues Scheißpulver. Ich glaube, bei deinem Haus, aber in Klausens Haus, steht kein Stein mehr auf dem anderen. Ja doch, die haben ja MRE liegen lassen. Ach so. Die haben ja alles liegen lassen, die Idioten. Zucker. Zucker? Okay, was? Oder wie das heißt? Quas. Gebars. Das ist Benjis Lieblingswort von dir. Ja, wahrscheinlich haben wir sie gestört. Als sie uns gehört haben oder dich. Oh, Zucker, sehr schön. Zum Zucker sage ich nicht nein. Krass, wie deutlich hier noch mehr Zucker, Alter. Ist krass, wie deutlich man die Stapfen hört da drüben. Echt? Wodka. Jetzt hab ich langsam ein Problem. Wieso? Ich weiß nicht mehr reinkriege hier. Vodka. Ist bei mir auch so. Aber die Tarpenk. Ne, die Tarpenk-Rüstung nicht unter. Was habe ich denn mal für Scheiße erzählt? Die Tarpenk-Rüstung muss mit. Oh, der Whisky muss auch mit. Oh, hüpf doch hier rüber, du Vollhonk, ey. Oh, braucht man das Bier für irgendwas? Oh, ich schmeiß mal die Bandagen weg, so. Da liegt nichts unterm Bett. Ja, auch nichts drin. Die Apollo, brauchte man die oder waren das nicht die Questkippen? Das war nicht die Questkippen, aber aus denen kannst du, glaube ich, welche herstellen. Im Hideout. Aber ich habe bis jetzt gut Zigaretten gefunden, also. Brauchst du noch so eine weiße Weste? Nee, habe ich schon. Okay. Die kannst du mitnehmen, Alter. Da hast du sie dann gleich. Ja, ich habe schon eine. So. Mhm. So, ich bin draußen am Gebüsch. Wollen wir zum Auto mal gucken? Wollen wir es mal probieren? Warte, dann komm mal kurz ins Haus. Dann lege ich dir das hier irgendwo Geld irgendwo rein. Ah ja, hier in die Granatenkiste, oder? Ja, ich renne eigentlich ungern, wenn hier draußen einer ist. Man kommt immer so schlecht ja wieder raus. Ach, scheiße. Muss mal ganz kurz was droppen. Drop? Hier fliegt die Whiskybulle durch die Kante. Nee, sein Wodka.
Ja, wie ging denn das mit dem Teilen? Ah, ja. Steuerung festhalten. Wie viel brauchst du? 5000, glaube ich. Okay. Beutel hat keine Bude, er ist obdachlos. Ja. Das hat er sich aber selber zuzuschreiben. Schlägt das in die Granatenkiste. Danke, Beutel. Als er weg war, kamen Hooligans und haben sein Haus geschändet. Oh, was schmeiße ich denn jetzt weg? War jetzt nicht einfach, wenn man ja voll ist. Ja? Ich sauf den Apfel. So, na dann raus hier. Probieren wir es mal. Ja, das wäre ja zu geil, wenn es funktionieren würde. Weil bis dahin noch zum Outskirts rennen mit Übergewicht. Wird nicht lustig, ne? Das wird nicht lustig. Und bei 45 regeneriert er nicht mehr selbst. Das wird hartes Brot. Gleich ist das Auto weg. Noch bevor ich da bin. Ah, jetzt geht's. Was? Es geht? Ich musste zweimal klicken, dann ging's. Ich habe gestern drauf rumgehämmert wie so ein Berserker, Alter. Da ging gar nichts. Oh ja, es geht, es geht. Geil. Alter, du schniefst aber. Ja. Ey, Leute, es geht wieder. Wir haben das gefixt. Das war bestimmt vorhin das kleine Update, was da reinkam. Naja, gut Loot rausgezogen. Mhm, auf jeden Fall. Vor allem brauchbaren. Das ist auch ungewöhnlich, dass wir hier am Auto sitzen bleiben. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Geil, geil, geil. Ja, ein Scav. Passt. Nur noch 1000 XP, dann bin ich Level 5. Mhm.